Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hallo, Uli ist auch wieder dabei. Ja, der Typ da ist auch wieder dabei. Und wichtig, ich habe ihn diesmal nicht verlinkt. Nee, ich habe ihn immer automatisch verlinkt. Ach, scheiße. Egal! Was haben wir heute vor? Also wir suchen unseren Gulasch, das müssen wir zum alten Herrn bringen und schauen, ob das Gericht, das er gesucht hat, was sie ihn gegen den Paragleiter umtauschen können. Genau, ich erinnere mich wieder. Ich glaube, es ist das Gericht. Lol, einfach aus dem Grund, dass alte Herren Gulasch sehr gern mögen. Und das bestimmt, das ist ein Huhn, das ist wild. Korrektur, der war Huhn, der war wild. Dann mal einen schönen See. Sehr schön. Ich will noch ein Wildschwein abknallen. Da habe ich noch ein bisschen Wild vorbereitet. Und ich werde mich die ganze Zeit wieder da anziehen. Nur ein bisschen. Sehr schön. Und sagt, wenn ich erstmal einen alten Mann suchen. Es wäre meine Überlegung. Ja, er kommt auch tagsüber, ist er an seiner Hütte oder so zum Beispiel. So, wir haben Eiche eingesammelt. Eiche sind Pflanzen. Also, es sollen keine Pflanzen, keine Flügel. Eiche ist keine Pflanze, ja, geil, aber es ist ein Teil von einer. Ich nutze mich auch nicht viel. Feuerstein. Cool. Feuerstein, ist weder Geflügel noch Pflanze. Also rein in den Topf. Definitiv. Kann man auch richtig schön essen. Macht Spaß. Ach nee. Wie für die ganzen Partys. Da sind Fresse. Du hast die Sprungkröte, die Spurtkröte eingefangen. Sehr schön. Also was soll ich erst nur dann machen, wenn irgendein Gegner kommt oder so. Alles andere oder kann Sinn machen. Ja, vielleicht ganz kurz mal was. Nein, das Wissen hat zum Game gesagt. Also ich finde, das Game an sich super. Also die Grafis, klar, auch storymäßig ist Bombe. Auch dass es so immer mal wieder das Wissen Spice hat und man es wissen, was sie in den Spicer-Ständen rumschalten könnte. Auch dies ist ganz praktisch. Aber was ich ein bisschen doof finde und mir nicht ganz entschließt, weshalb. Und von der Sache ist nicht weiß, ob das bei der View-Version so ist oder nicht, dass man einfach nur einen Spielstand hat. Das entschließt mich mir ein bisschen, aber vielleicht gibt es auch einfach mehr und ich bin so dumm, die rauszufinden. Oder es ist gewollt. Man weiß es nicht. Es scheint so, dass Gärtner hier kein Wild mehr. Ja, weder wild noch ein wilder alter Mann. Gar nichts hier. Was war bei eigentlich bei uns die dritte Zutat für das Festtagsgulasch? Ja, oh Gott, das war Chili. Chili, Wild und. Ich glaube Gecko oder so. Also diese. Nein, ach, scheiße. Honig war es, Honig. Ich erinnere mich. Honig. Könnt ihr auch nachschauen. Aber es war Honig. Ha! Hab ich gesagt, es war Honig. Ausdauer. Ja, komm. Alles Ausdauer. Honig war die Zutat. Hoffentlich ist es das. Sonst nehmen wir eine Honigwabe und klatschen den alten Typ in die Fresse. Vielleicht hilft das ja. Definitiv. Aber mit was sollen wir ihn erpressen? Entweder erfrischt es und wenn nicht, dann was? Nee. Wenn wir uns hier anfürschen, sollten wir so eine Schleichbühne essen. Ah ja. So, und hier war so eine Lagerstelle von den bösen Leuten. Aber die sind dann nicht mehr. Ja, von Goblins sind aber nicht mehr. Und oh, was haben wir da hinten? Das sieht interessant aus. Ich gehe jetzt wieder zum Lager. Wenn ich nicht sagen kann, dann kann ich das Ende.
probiert und das dann irgendwann immer aus. Du frisst es selbst? Nein. Ah. Ich gehe mit zum alten Hofier auf die Berghütte. Zum Weihnachtsmann gehst du. Sehr schön. Ja. Hier mal an, Sumpf. Er geht doch rein. Du teleportierst es. Wo war der Schrein? Was war los? Da bist du, mein Lieber. Wald der Seelen. Die, wie gesagt, dieser große Teil hier ist 1% Sachsen und das ist krass. Ne? Man sieht es. Die 1%, ne? 1%. Das ist krass. Das ist doch kein 1% hier, ne? Natürlich. Man sieht ja noch nicht mal die ganze Welt, aber wenn man weit zurückzoomt, ist die richtig fett. Das hier ist 1%. Also, das ist schon so. Du wirst das sehen. Aber es heißt drauf. Das wollen wir jetzt nicht kritisieren. Sondern wir wollen uns jetzt wohin zoomen. Beam. Wir haben uns weiter, wir haben uns wohin gebeamt. Feuer und Bombenfässer. Aha. Wenn ein Bombenfass mit Feuerpfeil trifft. Oder mit einer brennenden Waffe bewirst, explodiert es. Oder einen riesigen brennenden Kuhkopf. Ja, was ist auch, weil ich es leider cool finde, wenn man jetzt einen Bereich verlässt und in einen anderen Bereich geht, kommt da keine Ladefläche. Man kann einfach drüber gehen. Wenn man es da Open World Games muss, das dann erstmal nachladen. Dem ist hier zum Beispiel nicht so. Hier kommt du Ladefläche, wenn man es irgendwo hinterlopetiert oder so. Oh Gott. Das ist vollkommen in Ordnung. Wie ich finde. So, das ist ein bisschen creepy, was du gerade machst. Also, was heißt creepy? Es ist gewagt. Dann sag. Na dann. Ja, ich... Tut mir leid, tut mir leid, Mann. Das war jetzt nicht so gehen. Nein. Ich hab versucht, besser zu sein. Fuck, und dann passiert mir so ein Fehler. Applaus, Applaus. Ja, Mann. Du bist der gute Zelda. Du bist eigentlich erst gar nicht versucht, das. Na genau, ich verreck dauerhaft. Wir sind wieder vergessen im Plateau, einfach mal durchrennen. Ich hab keinen Bock, ich renne jetzt zu Fuß hin. Ich muss den scheiß Berg runter zu klettern. Und da hinten ist der alte Mann. Hey, Alter. Das ging immer viel einfacher als das, was du gemacht hättest. Ne? De facto. Ah, okay. Er ist auf der Jagd. Aber dass man sich bei der Jagd tut, bringt doch gar nichts. Die entdecken uns immer wieder. Ach so, guck mal. Unsere Game Over Punkte, die letzten, werden immer markiert. Wie interessant. So, dann probier's nochmal.
ein bisschen vorsichtiger jetzt. Bist du fest runter? Kann ich nicht eigentlich, kann ich einfach runterspringen auch? Einmal probiere ich jetzt. Ach man. Ich dachte, dass das Runterspringen einfach so ist, wenn man das hochspringt. Dann ist er doch auch immer wieder so ganz schnell auf einmal, ne? Ah, ja. Ja, aber. Dass man, dass er sich vielleicht in so einem kleinen Teil dann so runter sliden lässt. Ich spring nicht mal mit einer Brücke runter. Ich wusste nicht, dass, ich einfach, dass er einfach so dumm ist und sich abstößt. Sag's nur. Hui! Oh. Ja, den Ober. Das ist ein bisschen sehr gut. Ja, ich bin gerade nicht gut. Ich bin die ganze Zeit nicht gut. Ich verreck dauerhaft. Damit. Ich verreck doch in jedem Spiel. Deine Statistik, unser Unboxing-Video mit der Spitz ist jetzt 22 Stunden online. Hat 77 Aufrufe und 11 Likes. Wow. Dann mal runter hier. Link, mal echt Nerven da runter zu klettern ohne Sicherung. Mir hat noch mehr Nerven, sich dabei von einem wie mir steuern zu lassen. Digga. Weiter. Ja, diesmal würden wir nicht verrecken. Achso, ich kann mich hier wieder dran helfen. Cool. Aber ich glaube nicht, dass ich das weiter auskosten sollte jetzt hier beim Runterklettern. Yay, wir sind unten. We have done it. Yay. Applaus. Ja, Applaus. So, ich nehme welchen zwei Hände nehme ich denn? So. Wir brauchen eine dicke Axt. Amazing. Jetzt komm hoch da. Kommst du da hoch? Wenn ihr jetzt drunter fällt. Yay. So. Und hat das Glas eigentlich funktioniert? Weiß ich noch nicht, da ist er ja. Der alte Mann hat ja mehrere Personen irgendwie. Während er beim Jagen ist, ist er gleichzeitig oben bei seinem Feuer, ist er gleichzeitig hier und sagt ho ho ho. Und ruht sich aus. Ich hab was gekocht.
Da bin ich ja mal gespannt, ob ihnen dein Gulasch gefallen wird. Das Chefkoch wird seine Meinung sagen. Das ist klar, aber du, du kannst jetzt nicht das Gulasch vorlegen. Weil Gulasch ist schon etwas, das man so eher isst, wenn man kalt ist im Winter. Ich glaube, das ist nicht das. Naja, ich glaube dadurch, dass er nicht sagt, dass das Richtige ist, glaube ich, ist er aber nicht das Richtige. Probier mal das verpixelte etwas hinzugeben. Ich dubiose Matze. Vielleicht ist die ja richtig. Bitte anhört, dubiose Matze. Das ist der beste Name für etwas überhaupt. Definitiv. Oh mein Gott. Also es kann gar kein Festtagsgulasch sein. Es muss. Es muss ein Grillteller sein. Es kann irgendwie gegrilltes Fleisch. Irgendwie sowas. Vielleicht wenn man ein, ja, vielleicht Pfeffer oder sowas einfach als drittes Zutat. Pfeffer ist weder Pflanze noch Geflügel. Sondern jetzt wieder Nacht und Stürme ist. Wie schön die Wetterlagen sich verändern. Das finde ich immer sehr schön. Irgendwie. Ich finde, das haben die sehr schön gemacht. Sondern du wirfst einfach mal eine Bombe irgendwo hin. Ja, ist sehr, sehr schön. Ich meine, hier sind ja immer so Skelette in der Nacht, ne? Man kann nichts Besseres machen. Aus schon einem irgendwelche Bomben. Also ich wette, mit einer Kröte wäre es auch dubiose Matsche. Und es darf kein... Ja, guck mal. Hier. Und wird die Falte noch ausgerüstet. Hast du gerade gesehen, hat sich selbst an seinen eigenen Teamkollegen geworfen. Diese Mitte des Waldes. Ich war immer am Rand so ein bisschen unterwegs. Immer so ein bisschen am Rand. Und das werde ich jetzt ändern. Und mit der Karte gucken, dass ich immer schön in der Mitte bleibe. Und das werden wir im nächsten Part rausfinden, liebe Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.